Sepp Mündler ist einer der erfahrensten Piloten der steirischen Hagelabwehr. Er hat über 10.000 Flugstunden und über 14.000 Landungen hinter sich. Seit 1987 sorgt er mit seinen Kollegen dafür, dass der Katastrophenhagel aktiv bekämpft wird. Naturgewalten, sie haben Sepp Mündler schon in jungen Jahren fasziniert. Ich bin schon als Kind mit 4 Jahren aus dem Fenster raus in der Nacht mit meinem Vater mit Hagelabwehrraketen schießen. Später hat sich dann so entwickelt, dass ich einen Privatpilotenschein gemacht habe und dann hat es nur mal einen Weg gegeben, so nahe als möglich dem Gewitter zu sein und habe mich für die Hagelabwehrfliegerei interessiert. Bis zum Jahr 1984 durften Hagelraketen geschossen werden, danach war der Brennerbetrieb rundherum und seit 1987 gibt es die Hagelabwehr mit den Flugzeugen. Und ich habe mich langsam herangetastet, bis endlich einmal ein Co-Pilotensitz frei war. Und dann bin ich 2 Saisonen mit bereits erfahrenen Hagelpiloten mitgeflogen. Und seit 88, 89 fliege ich wirklich selbstständig herum. Und mich fasziniert Gewitter und Hagelfliegen extrem. Die Hagelfliegersaison, sie beginnt mit 15. April und dauert unter Umständen bis in den Oktober hinein. In diesem Zeitraum werden von den Piloten der steirischen Hagelabwehr rund 60 Einsätze geflogen. In der Zentrale in der Nähe des Grazer Flughafens wird das Wetter im rund 2000 Quadratkilometer großen Einsatzgebiet überwacht. Es gibt ständig jemanden, der das Wetterradar beobachtet und die Natur beobachtet. Und man verfolgt das Ganze, wird das jetzt ein Gewitter werden? Es gibt in der Früh von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik einen Forecast und da wird darauf relativ gut hingewiesen, ob Gewitter im Tageslauf kommen werden oder nicht. Und man schaut auch selbst raus und beobachtet das Ganze. Und man ist selbst, ich als Pilot selbst spüre die magnetische Spannung, wenn ein Gewitter kommt. Und da hält mich nichts mehr zu Hause, sondern dann bin ich unterwegs Richtung Einsatzzentrale. Aber ansonsten wird man per Telefon informiert, bitte komm in die Einsatzzentrale und dann ist man jederzeit abrufbereit und die Maschinen sind alle fix fertig vorbereitet. Sie sind aufgetankt, sie sind durchgecheckt. Das ist die wichtigste Aufgabe des Piloten, der am Vortag geflogen ist, dass die Maschine wirklich, man muss sich hundertprozentig darauf verlassen können. Es wird ein schneller Außencheck gemacht und man geht sofort in die Luft. Die Hagelabwehrflugzeuge sind mit Spezialgeneratoren ausgerüstet. Bei einem Einsatz wird eine gesundheitlich unbedenkliche 6%ige Silberjodid-Acetonlösung im eigens entwickelten Generator bei 1196 Grad verbrannt. Während das Aceton rückstandsfrei verbrennt, werden unzählige Silberjodidkristalle freigesetzt und in die hagelträchtige Gewitterwolke eingebracht. Das Auftreten des sogenannten Katastrophenhagels wird somit verhindert. Als Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz gilt der Grundsatz, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. In der Bevölkerung herrscht oft Unklarheit darüber, was Hagelflieger genau machen können. Sepp Mündler klärt auf. Die Hagelabwehr kann kein Gewitter verhindern, die Hagelabwehr kann keinen Sturm verhindern. Das ist eine Naturkatastrophe, ein Naturphänomen, das in der Natur passiert. Das Einzige, was wir verhindern können, versuchen zu verhindern, ist den Katastrophenhagel zu verhindern. Und zwar, wir bringen Kondensationskerne in die Luft und dadurch entstehen ganz, ganz viele kleine Hagelkörner, die dann durch die Schwerkraft herunterfallen und als großer Regentropfen am Boden ankommen. Und nicht so, wie man jetzt vor kurzem immer wieder gesehen hat, auch in Klagenfurt, diese großen Hühnerei, großen Schloten, die vom Himmel fallen. Das größte Hagelkorn, das man weltweit gefunden hat, war in Australien mit 16 Kilogramm. Und 1984 hat man in München ein schweres Unwetter gehabt, das hat 4 Kilogramm gehabt. Aber die Leute glauben, sind oft der falschen Meinung, ein Hagelflugzeug fliegt drüber, es darf nicht mehr hageln. Wenn man sich anschaut, nach dem Einsatz von einem Hagelflugzeug, und es hagelt tatsächlich noch, sind es ganz, ganz kleine Hagelkörner, die nur runterkommen, die keinen Schaden anrichten. Hagelflieger sind allesamt erfahrene Piloten. Wenn andere landen, gehen sie in die Luft. Welches Gefühl hat man, wenn man sich einem Gewitter nähert? Ich vergleiche es immer so, man kann auch im Winter bei Glatteis mit dem Auto fahren. Dann muss ich wissen, was ich tue. Und hier ist es ganz dasselbe. Ich weiß, dass ich in Extremsituationen unterwegs bin und muss mich dementsprechend vorbereiten und dementsprechend
geschult werden und aufpassen, dass mich nicht irgendein Phänomen in der Luft überrascht. Ob das jetzt eine schlechte Sicht ist, ob das Windböen, Sturmböen sind, die Aufwindströme haben 160, 180 Stundenkilometer Aufwindgeschwindigkeiten. Und wenn man da hineinkommt, ist das klar, dass das Flugzeug einmal nach oben geworfen wird. Wenn man durch diesen Aufwindstrom durch ist, geht es auf der anderen Seite natürlich genauso wieder runter. Man muss darauf achten, dass man nicht in eine Wolke hineingezogen wird. Und das nächste sind Vereisungsbedingungen. Und auch das vierte ist dann, dass man nicht selbst von Hagelkörnern, Hagelschlotten getroffen wird. Die Steirische Hagelabwehr arbeitet eng mit der TU Graz zusammen. In den letzten Jahren wurde eine Einsatzdatenbank angelegt. In einer Studie kommt man zum Schluss, dass in den Gebieten mit intensiver Hagelabwehr deutlich weniger Hagelschäden gemeldet werden. Also denken Sie beim nächsten schweren Gewitter daran, dass die Piloten der Steirischen Hagelabwehr bereits wieder in der Luft sind. Ihre Mission: Katastrophenhagel verhindern.